Hallo Leute, es geht weiter mit Dracula, tödliche Liebe. Und ja. Wir haben ein Skelettteil, eins von fünf und einen Hammer. Und zeigen euch jetzt, wo der Hammer hängt. Zum Glück ist das Schwert nicht verdorben und kann benutzt werden. Gab's hier jetzt eigentlich alles irgendwas zu tun? Oder war ich jetzt hier durch mit dem... Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe ja auch noch meine Telekinese. Kann ich die jetzt hier noch irgendwie anwenden? Oder wo geht's jetzt hin? Irgendwas gab's ja hier noch zu tun. Aber mit der Rüstung komme ich da weiter? Vielleicht die Telekinese? Vor allem, es ist nicht verdorben. Wie kann denn ein Schwert verderben? Also irgendwie, hier komme ich nicht weiter. Das ist aber der einzige Ort. Was soll ich machen? Ach, weil ich das noch nicht gemacht hatte, stimmt. Ich glaube, hier hatte ich genau, das war das, was ich zuletzt machen wollte. Dieses Rätsel. So, was gibt's jetzt hier zu tun? Vertausche die Spielsteine so, dass das farbige Symbol mit der Aussparung übereinstimmt. Spielsteine können nicht übereinander bewegt werden. Dass das übereinstimmt? Wir können nicht übereinander. Ich muss es wieder ausprobieren. Also ich glaube, das kann ich nicht machen. Kann ich den denn? Ich kann den da. Ich kann sie also alle hintereinander rücken, aber nicht übereinander rücken. Jetzt soll ich blau zu blau, gelb zu gelb, rot zu rot, nehme ich mal an. Aber in was für einer Anordnung? Also ich meine, wo gehört was hin? Ist das egal oder wie? Kann ich den auch zwei weiter rücken? Kann ich den auch da hin? Ja, ach, das geht. Okay. Ach, da ist ja eine Aussparung. Die Aussparungen sind gemeint. Okay, dann der Grüne kann doch da rein. Ach, dann sieht man das hier auch. Das ist bestimmt der Drache. Ich versuche mal, den Drachen hier ein bisschen aus der Ecke rauszukriegen. Funktioniert gar nicht. Ja, das... übereinander geht gar nicht. Wie mache ich das dann? Hey, wie mache ich das denn? Ja, so kriege ich hin. Dann ist der schon mal da raus. Und der Schädel kann hier rein. Das passt ja schon mal. Der Wolf... Ach, warte mal. Der ist jetzt über dem, ne? Ach, das ist ja blöd. Einfach den Wolf dahin packen. Das wäre ja schön. Schön einfach. Dann machen wir das mal so. Machen wir erstmal den dahin. Holen wir mal erstmal die Sachen aus den Ecken raus. So, jetzt sind die beiden ja schon mal richtig. Das ist ja schon mal was, finde ich. So, die Grünen sind schon mal drinne. Kriege ich das jetzt, ohne das hier kaputt zu machen, weiterhin oder eher nicht so? Ja, das ist blöd, dass die beiden hier miteinander vertauscht sind, ist doof. Machen wir so und so, jetzt sind die blauen nämlich auch richtig, richtig. Ist das Auge eigentlich? Ja, das Auge ist auch falsch, ist schön. Das ist schön. So. Der Vogel. Oh nein, das oberste soll dahin. Doof. Was soll dahin? Die Rose. Ach, da ist noch das Auge davor, deswegen ging es nicht. Die Rose soll nach oben. Mmh.
Wie mache ich das denn jetzt? Ich will die beiden Sachen hier nicht kaputt machen. Und wenn ich die gelben wenigstens erstmal hinkriege? Der Vogel ist ja schon mal richtig. Dann der. Und dann der Skorpi, der muss da noch irgendwie runter. Weil die beiden können jetzt auch bleiben. Und jetzt einfach hops den darüber und dann hat man es auch schon. Aber nein. So, gelb stimmt auch. So, den Rest, den kriegen wir ja wohl hin, oder? Rose, Auge, Sonne. Yippie. Bravo, gewonnen. So. Meister Igo kann eine Kugel im Helm der Rüstung erkennen. Riecht wie eine Rose. Eine Kugel? Eine Kugel im Helm der Rüstung? Hier oben? Kann ich den einfach zerhauen? Den Helm und so? Ach, vielleicht sollte ich auch mal das Schwert nehmen. Möchtest du zurück nach Venedig reisen, um das Ersatzschwert jetzt einzusetzen? Ja, ja. Ja, wir machen das jetzt. Are empty. The influence of the corruption is awesome. This statue, is this the Queen of Vampires? It's her. If her plan is to change the human world into a world of vampires, it is logical that she would want these to serve as reminders of who did it. She wields some strange flower. We must break everything! Your servant has a limited range of ideas, but this time I agree with him. Okay, da steht voll die Megastatue der Königin. Ich dachte erst, es wären so an der Seite hier ihre Arme oder so, aber es sind anscheinend nur Federn oder so. Die Königin der Vampire, die wir jetzt töten. You regret this action. Attacking the image of our mistress deserves no leniency. Master, no prey for. I do not understand your motivation. You are human. Why choose the wrong side? Why give up this world that is yours? And your memories, your past? Listen to the beautiful words of the immortal Dr. Van Helsing. My world? What world? Yours, not mine. In this world, I do not exist. In the next, I'll be right by my queen, powerful and feared. You'll bow down before me. Wenn wir sie jetzt zu einer Vamp machen, dann steht sie ja natürlich wirklich neben ihr und dann könnte der Van Helsing von ihr später getötet werden, weil sie dann viel stärker ist. Better to rule in hell than seven heaven. Your references do not honor you. Since you have chosen confrontation, you will get it. Nobody will stop me from finding my beloved. Ja, aber sie will doch auch ein Vampir werden, oder? Also ich meine, das ist doch ihr Ziel so ein bisschen. Wenn wir sie jetzt machen, tun wir ihr dann eigentlich nicht damit eher einen Gefallen? Und tun wir uns damit dann überhaupt einen Gefallen? Ist jetzt so ein bisschen... Ich kann das nicht per Hand erreichen, dafür haben wir die Telekinese. Oh, meine Kraft ist schwach, ich brauche Blut. Oh, ich will mich gar nicht entscheiden müssen, aber machen wir mal erstmal das Rätsel hier wieder. Stop now. You will ruin her life. She will become a vampire. Shut up. Master is hungry. Master needs power. Ja, wir brauchen tatsächlich Kraft. Möchtest du ihr Blut trinken und sie jetzt in eine Vampirin verwandeln? Deine Entscheidung wird Konsequenzen nach sich ziehen. Das Ding ist, wir wissen ja mittlerweile, dass wenn wir es nicht tun, dass wir dann auch Blut bekommen. Also aus dem Grund kann man schon gar nicht mehr entscheiden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil sie ja meint, hier war ein Helsing und ich will gar nicht in dieser Welt sein.
Tun wir ihr dann einen Gefallen oder tun wir ihr den Gefallen nicht und lassen sie lieber leben? Damit wischen wir ja eigentlich viel mehr ihr eine aus, obwohl ich ja Bock habe, sie zu verwandeln. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Es ist zwar nur ein Wimmelbildspiel, aber trotzdem muss ich schon wieder eine Entscheidung treffen. Und darin bin ich ganz schlecht. Komm, wir lassen es mal drauf ankommen. Obwohl ich ein bisschen Angst habe, dass sie dann den Helsing umbringen. Das will ich gar nicht, weil ich finde, dass es ganz cool ist, dass Helsing und Dracula in dieser Geschichte mal zusammenarbeiten. Das hätte man ja auch nicht geglaubt, dass die beiden nochmal irgendwann zusammenarbeiten. Aber in dieser Geschichte tun sie es tatsächlich. Komm, sie will eine Vampirin werden, machen wir sie zu einer. Wenn der Helsing dann drauf geht, geht er drauf. Na, freust du dich jetzt? Nein, ich habe bereits gespeist. Na, und? Weg ist sie. Sie ist weg und am Ende dürfen wir wahrscheinlich auch noch gegen sie kämpfen oder so. Fass. Ein altes, durch Nässe zerstörtes Fass. Man könnte es einfach zerbrechen. Mit einem Hammer zum Beispiel. Zack, haben wir die nächste schwere Eisenkugel. Das Gefängnis des Palastes. Wir können nun den Kanal betreten. Damit. Alles klar. Dann machen wir das mal. This skeleton must be that of the Knight Massini. His body was totally abandoned. No one should be left like this. He deserves a decent burial. How dare the charlatan say so? It was he who ransacked the crypt and the tombs of the ancestors of my master. I destroyed only the Count's coffin. I did not touch the others. Liar! Try to say that, and my master will eliminate you! Igor, shut up! I do not want your interference. Es piept schon wieder so oft. Yes, master. Manchmal piept es nur einmal, dann piept es manchmal so zwei, dreimal. Ich verstehe mein Aufnahmeprogramm nicht. Teil des Schildes. Unvollständiges Skelett. Ja, einen Schädel habe ich schon mal. Was haben wir hier? Oh, ein Wimmelbild. Tasche, Banane, Knochen. Knochen. Banane, 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 Banane. Tasche, 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 Tasche. Ast. Zweimal Brot und Kreide. Ist das ein Ast? Das ist ein Ast. Da ist ein Ast. Kreide. Brot. Ast finde ich noch. Ast? Ast. Käse, Keks, Blume. Käse. Kein Keks. Sah aus wie ein Keks. 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 Blume. Hammerblatt, Brief zweimal. Also manchmal sieht das auch... Ach so, das ist das Stück vom Holz, okay. Ich habe nur auf das obere Stück geachtet und dachte, es wäre ein zusammengefaltetes Stück Blatt. Na gut. Hammerblatt, Brief. Hammer. Ein Kartenblatt. Zählt nicht. Nennt man das nicht so? Blattbrief. Hm? Pilze, Spinne, Tausendfüßler. Ich sehe ein Spinnennetz. Ich sehe auch einen Tausendfüßler. Wo ist die Spinne? Und Pilze. Pilze sehe ich auch. Blatt? Blatt. Ach, es könnte ja auch so ein Blatt sein, ne? Hier, genau. Brief und Spinne. Da eine Spinne? Wo ist sie? Da ist sie. Stimmt, ich hatte sie auch schon gesehen. Und der Brief? Zusammengefaltet in der Lampe. Ganz geschickt. Skelettstück bekommen. Das kann ja jetzt hier dazu. Wunderbar. Wie viel fehlen mir noch? Drei Knochen fehlen. Hm, schön.
Teil des Schildes auch gut. 2 von 6 schon wieder. Aber hier können wir jetzt noch nichts machen, ne? Ich denke nicht. Wir können nur wieder zurück. Alessandro Massini. Oder das, was von ihm übrig ist. Sein Skelett ist nicht vollständig. Ist auch schön, dass wir hier Alessandro zusammenbauen dürfen. Gehen wir mal erstmal zurück und nochmal hier rein. It's not the same bridge anymore. It symbolizes passion and love. Values without doubt unbearable for the queen of vampires. Wir hatten das ja hier zuletzt zum Einsturz gebracht. Von daher dürfen wir natürlich jetzt auch mal hier ein bisschen uns umschauen. Ich bin ja das letzte Mal hier einfach abgehauen. So, Ketten. Da hier hing etwas. Bestimmt die Dinger, oder? Ja, hängen sie doch hin. Na? Und nu? Oh, ein nächstes Wimmelbild. Vogel, Kerzenhalter, Katze. Wir schlagen uns hier weiter durch. Vogel, Kerzenhalter, Katze. Fußfesseln, Knochen, Frosch. Da sind Fußfesseln. Knochen. Frosch sowieso. Ach ja, habe ich auch gesucht. Frosch. Oh, ganz klein dahinter der Wand. Tür meine ich. Hand, Harfe, Laterne. Hand? Was für eine Hand? Die Hand? Die Hand. Und dann noch eine Laterne. Rose, Waage, Schädel. Eine Waage. Gibt so viele verschiedene Arten von Wagen, finde ich. Schlange 2-mal auch noch. Sonne und Sanduhr. Die Sanduhr habe ich jetzt schon mehrmals gesehen, weil ich die ganze Zeit immer dachte, das wäre die Laterne. Und eine Sonne. Schlange. Da ist die Waage. Aber ich sehe keine Schlangen. Da ist eine Schlange. Und da ist die andere. Ach so, es ging ja. Ein Skelettstück, natürlich. Szene abgeschlossen, dann können wir hier gehen. Noch hier eigentlich irgendwas, genau. Immer noch 2, die fehlen. Ja, dann gehen wir doch mal hier noch mal hin, weil irgendwie doch noch nicht... Was ist denn hier noch nicht abgeschlossen? Ach so, ja, genau. Telekinese. Wow. 4 von 6 schon. Sehr gut. Auch wenn noch nicht alles erledigt ist, aber wir können ja schon mal die Stücke hier hin tun, weil wir hatten da ja auch was zugelegt. Fehlt aber immer noch 1, ne? Glaube ich. Ich glaube, 1 Stück fehlt noch. Hier fehlt noch das. Wo müssen wir die Rose benutzen? Die Rose. Hier. Fass es nicht an, dieser Gegenstand kann nicht mit bloßen Händen getragen werden. Ach so. Soll ich machen? Mit Telekinese? Telekinese. Dann nicht. Ja, denn, weiß auch nicht. Oh, unsichtbares Zeichen. Ah. Ein Knochen fehlt noch. 1 nur noch. Dann können wir das Rätsel hier auch machen. Aber das ist nur das. Ja, man übersieht's ja gerne mal. Was soll ich denn hier jetzt noch machen? Da ist noch was. Voll übersehen mal wieder. Noch ein Wimmelbild.
Voll die Leichenreste hier. Bootshaken, Zikade, Drachensymbol. Bootshaken. Was ist denn jetzt wieder eine Zikade? Ich weiß es gerade nicht. Drachensymbol. Ich weiß nicht, ob mir das nicht schon irgendjemand wieder erklärt hat, aber es gibt auch so Sachen, die vergesse ich immer wieder. Ich gebe es zu. Gefäßnagel, Skelettarm. Nagel. Ach, Nagel ist auch sowas Kleines, ne? Sowas suche ich ja immer total gerne. Puppe, Zange, Pflock. Da ist die Zange. Puppe. Nosferatu, du hast 225 Gegenstände gefunden. Du hast diese Auszeichnung erhalten. Ewiger Wanderer. Wow. Maske, Schuh, Schnecke. Eidechse, Vorhängeschloss, Schlange. Pflock, Nagel, Gefäß. Ich mache nur noch Ansagen. Gefäß. Pflock. Nagel, Nagel. Nagel, 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 Nagel. Nagel. Zikade, Drachensymbol. Die letzten beiden. Wo ist denn hier ein Drachensymbol? Kann er mir die Zikade anzeigen? Dann. Das war die Zikade, was auch immer das Kleines gerade war. Ich habe es nicht genau erkannt. Drachensymbol. Immerhin etwas, was ich ungefähr einschätzen kann, was es sein soll, aber nicht so richtig. Wie sieht denn ein Drachensymbol aus? Ein Symbol mit einem Drachen. Ich suche einen Drachen. Oder sowas in der Art. Oder ein Bild eines Drachen. Halt ein Symbol eines Drachen. Drachen, Symbol. Gefunden. Ein Skelettstück. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Letztes Skelettstück. Da, 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 da. Wir können ein Skelett bauen. La, la, la. Das machen wir aber im nächsten Part. Weil das wird sonst hier zu lang. Im nächsten Part bauen wir uns Alessandro Massini zusammen, der uns dann als Geist ein paar Ratschläge geben wird oder sowas. Wir werden es erfahren in Dracula Tödliche Liebe. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.